dieser Zeit hat sich einiges getan. Wir haben 9 neue Mitarbeiter aufgenommen. Wir haben Baustellen in Wien begonnen. Und ich sage, wir sind weiter auf Mitarbeitersuche. Was wir dringend brauchen, sind Lehrlinge. Wir haben unsere Büroräumlichkeiten in das Obergeschoss verlegt, quasi auch verdoppelt, damit die Mitarbeiter entsprechenden Arbeitsraum bekommen, nicht, und sich entfalten können. Ja, grundsätzlich ist Sidelsky immer daran interessiert, die Wertschöpfungstiefe am Bau zu erhöhen. Und gerade mit einem Elektrotechnik- und Haustechnik-Fachbetrieb kann das gelingen. Und damit wird auch sichergestellt, sollte mir irgendwo Probleme haben, einen Auftrag zu erfüllen, weil vielleicht gerade ein Subunternehmer ausfällt. Wir machen ja sehr viel als Generalunternehmer im Bereich Wien. Dann ist sichergestellt, dass wir auch eine schnelle Eingreiftruppe haben, um dieses Manko wieder zu füllen. Also ich habe einmal geschnuppert und es hat mir einfach getaugt. Und weil es einfach, du machst viele verschiedene Sachen bei deinem Beruf und das hat mich einfach interessiert. Aber bei der Heizung kannst du viel selber machen, du lernst einfach viele Sachen und das hat mir einfach getaugt. Ja, ich möchte schon bleiben, weil jetzt in letzter Zeit viel in die Firma investiert wird und ja, das ist für uns auch super, wenn wir ein neues Werkzeug und neue Bus haben und weil das Arbeitsklima einfach super ist da.